Mitch Knieart unter Druck. 5 Niederlagen in Folge. Ein Sieg für den Coach und seine Arminia beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht. Freiburg 2 Pflicht. Allerdings die Breisgauer mit ihm in der Startelf. Christian Günther. Spielpraxis für den lange mit Unterarmbruch ausgefallenen Kapitän der ersten Mannschaft. Freitagabend noch in Dortmund mit Kurzeinsatz. Heute als Linksverteidiger bei den Youngstern mit dabei. Die aber in Rot direkt unter Druck. Arminia mit viel Wille und viel Spielfreude. Oppi nach 14 Minuten auf Misuta und Schipnowski mit der ersten richtig guten Chance für die Gäste aus Bielefeld. Die hier in Freiburg hochmotiviert zur Sache gingen. 20. Minute, Klos wieder Richtung Schipnowski mit ein bisschen Glück und Geschick setzt er sich durch. Benjamin Uphoff zur ersten Parade gezwungen. Freiburg hinten oft nicht so sattelfest und beim Spiel mit dem eigenen Ball unsauber. Wie hier Serge Müller, schlampiger Pass, dann Fabian Klos dazwischen. Der Kapitän der Bielefelder leitet selbst ein auf Misuta. Misuta, Klos, 0-1. 20. Minute, die Führung. Erster Treffer aus dem Spiel 2024 und natürlich macht es die Vereinslegende nach tollem Zusammenspiel mit Misuta. Kurz vor der Pause Freiburg 2 mit der großen Chance zum Ausgleich, aber Bräunig schafft es irgendwie den verlängerten Ball hier nicht im Tor unterzubringen, sondern eher zu klären, dementsprechend groß. Der Frust für Thomas Stamm, Freiburgs Coach, letzte Saison noch so stark, diese Spielzeit nur mit 10 Pünktchen. Zweite Hälfte, Freiburg mit vielen Standards zunächst, aber ohne Ertrag. 56. Minute, dann mal wieder ein langer Ball auf Schipnowski. Niklas Schipnowski, gutes Spiel, einzig das Tor bleibt ihm verwehrt. Aber die Bielefelder, sie hatten Bock auf diese Partie und Freiburg immer wieder fehlerbehaftet. Dann dieser Zweikampf zwischen Winsheimer und Bixel. Momolu vor wenigen Sekunden eingewechselt mit diesem Ball auf Merveh Biancardi. 2-0 Bielefeld, 60. Minute. Die Frage, der Ball hier im Seitenaus oder nicht, nicht zweifelsfrei aufzulösen. Momolu war es egal, er mit diesem tollen Zuspiel und Biancardi mit seinem 6. Saisontreffer. Freiburg ging ins Risiko, macht hinten auf, Biancardi frei durch, aber lang als Türsteher, allerdings unsanft und rote Karte. Da Niklas Lang, der Neuzugang von 1860, letzter Mann ist, Biancardi wäre frei durch gewesen. Freiburg nur noch zu 10 und dementsprechend gab es noch einen, hinten rein, nach Ecke. Macht's Maximilian Großer. Debüttor in der dritten Liga. Ein sauberes 3-0 für die Arminia. Und dementsprechend ganz viel Ballast, der abfällt. Wir wollen jedes Wochenende gewinnen. Und das ist uns heute sehr gut gelungen. Und wir sind ruhig geblieben über die Wochen, jetzt über die Trainingswoche auch. Und haben uns immer gesagt, dass wir das schaffen werden. Und das ist jetzt ein kleiner Schritt und wir wollen nächste Woche weitermachen. Wir waren auch schon mal fast tot in der Bundesliga mit 11 Punkten und haben es dann noch geschafft. Im Fußball ist alles möglich, aber klar, man muss irgendwann dann anfangen zu punkten. Wie gesagt, die Jungs haben es verdient. Ich habe jetzt schon ein paar Spiele auch gesehen. Das sind so enge Spiele, wo viel gegen sie dann auch läuft. Und ich hoffe wirklich, dass sie da in der nächsten Woche noch den ein oder anderen Sieg holen. Dann müssen sie direkt am Freitag gegen Ingolstadt anfangen zu punkten. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn sie es noch schaffen. Auf der anderen Seite hat der Typ mit dem breiten Kreuz, Mitch Knieart, Grund zur Freude nach 5 Niederlagen in Folge. Die Arminia aus Bielefeld endlich mal wieder gewonnen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.